das spanische Dorf im Sand. Ein ganzes Dorf, nur für Reiter und Pferde optimiert. Wie man sieht, sind vor den Häusern, oder vor allen Häusern sind Barren, wo man Pferde festmachen kann. Und alle Straßen bestehen nur aus Sand, teilweise richtig tiefer Sand. Das Garmin-Navi kam überhaupt nicht mit dem Dorf klar und wollte mich immer auf irgendwelche Fußwege oder sonst irgendwo hinschicken. Deswegen musste ich immer wieder anhalten und kontrollieren, wo bin ich, wo muss ich hin, weil die Routenführung überhaupt nicht funktionierte. Als Reifen waren die Heidenau K60 Ranger montiert, aber ich fuhr auch mit meinem kompletten Gepäck. Das Schwierige hier war auch, dass wenn man im Sand fährt, soll man ja immer gleichmäßig Gas geben. Auf jeden Fall soll man immer am Gas bleiben und nicht bremsen oder sonst irgendwas machen. Das Problem hier ist allerdings, es gibt ganz viele Kreuzungen und Personen, Kinder, Kutschen, Pferde, so dass man eigentlich A nicht schnell fahren kann und B nicht einfach mit Gas durch das Dorf heizen kann. Das funktioniert einfach nicht. Und da ich eh kein Freund von Sand bin, ja, hat mir das alles keinen Spaß gemacht. Vor ein paar Jahren hatte ich einen kleinen Crash im Sand. Dabei habe ich den Zehennagel von meinem dicken Zeh verloren, was äußerst schmerzhaft war. Seit diesem Tag habe ich Respekt vor Sand, beziehungsweise wahrscheinlich sogar zu ängstlich und verkrampfe dann. Ja, ja, lacht ihr nur.
Aber je mehr ich im Sand gefahren bin, umso besser kam ich dann doch damit klar. Boah, der scheiß Sand hier, ey. Also, ja. Das Hotel war zu. Da war auch niemand. Wie es mit dem Hotel weitergeht und warum ich hier nicht übernachtet habe, erfahrt ihr in meinem Reisebericht der bald folgt. Ist einfach nicht meins, das hier. Ich keine Lust. Man kann ja jetzt hier im Sand auch nicht schnell fahren, um Stabilität zu bekommen. Ich meine, hier sind überall Pferde, Autos, Fußgänger, Kinder. Da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ne? Kann ich jetzt nicht hier durch die Gegend fetzen. Andere Motorrad würde das mehr Spaß machen. Oder halt mit mehr Gas, aber wie gesagt, das ist hier nicht angebracht. Sobald ich hier raus bin, kümmere ich mich aber mal. So, da oder da, keine Ahnung. Ey, ist das hier ätzend, ey. Kann sein, dass
auf der Kamera hier alles harmlos aussieht, aber ich für meinen Teil kämpfe hier mit dem Sand. Problem ist halt, wenn ich ins Schlenkern komme, dann nehme ich Gas weg oder ziehe die Kupplung, was natürlich genau das Falsche ist. Aber sobald ich jetzt hier wieder Teer in Sicht ist und ich was zum Parken finde, kümmere ich mich um das andere Hotel. Reserviere ich das und dann fahre ich da rein, weil echt, das hier ist überhaupt nicht meins. Gefällt mir auch nicht hier.